Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. 3 billion people lack access to running water and soap. And you are telling people to wash their hands. India has the world's second biggest population with 1.3 billion people. And it's just a matter of few days before this bomb explodes. South Africa is waking up to a new reality. Yeah, so if it must come to me, it must come to me. It's my time to die. It's my time to die. Brazil has now more cases of COVID-19 than any other country in Latin America. And the president there doesn't seem to really care. Wir machen heute bei 8 Milliarden eine Sache etwas anders als sonst. Wir sprechen in dieser Folge nicht wie die Male zuvor über ein Land. Wir sprechen über drei Länder. Wir wollen versuchen zu verstehen, was ein Virus, das die Gesundheitssysteme der industrialisierten Welt überrollt hat, für Entwicklungsländer bedeutet. Und darum blicken wir auf gleich drei dieser Länder. In Indien spreche ich mit unserer Korrespondentin Laura Höflinger, in Südafrika mit unserem Kollegen Fritz Schaab und den Abschluss macht Jens Glüsing, unser Korrespondent in Brasilien. Natürlich kann man sich fragen, und das tun vermutlich nicht wenige, mein Gott, Indien, Brasilien, Südafrika, die sind nun wirklich weit weg. Ist die Entwicklung dort für mich denn wirklich wichtig und relevant? Und interessant in diesem Zusammenhang fand ich die Antwort des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres. If this pandemic is controlled in the developed world, but if it is left spreading like wildfire in the developing countries, we will have millions of cases, millions of people dying, but not only that. That will create the opportunity for mutations of the virus, and the virus can come back in a way that even vaccines that are developed will not be effective, even in the developed world. This is the reality. Wir starten mit Indien, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Aktuelle Zahlen, die wie alle Zahlen heutzutage im Zusammenhang mit Corona mit Vorsicht zu genießen sind. Aktuelle Zahlen sagen, dass heute am 9. April rund 6.000 Inder infiziert sind. Knapp 200 sind an dem Virus gestorben. Und dennoch hat schon vor gut 14 Tagen Premier Narendra Modi sein Volk unter Quarantäne gesetzt. Über 1 Milliarde Menschen. Laura, Indiens sogenannter Lockdown gilt als der größte der Welt. Ein unglaubliches Experiment. Ja, absolut. Also hier sollen wirklich 1,37 Milliarden Menschen zu Hause bleiben. Also der Premier hat sein Volk tatsächlich unter Hausarrest gestellt, so kann man sich das vorstellen. Und es ist deswegen nicht nur die größte, sondern auch die strengste, weil wenn man sich das anschaut, welche Maßnahmen hier umgesetzt werden, da staunt man schon. Und auch gerade in so einem Land wie Indien, das ja eigentlich sinnbildlich das Gegenteil von Stillstand ist. Also wenn ich hier vor die Tür gehe oder auch in jede andere indische Stadt, da drängen sich die Menschen, da ist wahnsinnig viel los auf den Straßen, da wird gehupt, da ist viel, viel Verkehr und auch auf den Bürgersteigen, da sind die Händler, die verkaufen Gemüse und Obst und auch alles andere, was du dir vorstellen kannst. Und jetzt ist das plötzlich so, man geht nach draußen und ich würde nicht sagen, da ist niemand, aber da sind schon deutlich weniger Leute. Und für indische Verhältnisse ist das hier wirklich verwaist. Und warum heißt es, dass der Lockdown besonders streng ist? Streng ist vor allem auch die Auswirkungen auf die Leute. Also ich glaube, jede Regierung derzeit muss schwierige Entscheidungen treffen. Und für Deutschland zum Beispiel, die müssen ausbalancieren, dass sie ihre Bürger schützen und auch ihre Wirtschaft. Für die indische Regierung ist das nochmal ungleich schwieriger wegen der Armut im Land. Also die müssen wirklich versuchen, da ein paar der ärmsten Menschen der Welt weiter zu ernähren. Weil das einfach so ist, dass ein Tagelöhner, wenn die plötzlich ihr Einkommen verlieren, und so eine Ausgangssperre bedeutet ja genau das, plötzlich liegt alles still und man hat keine Arbeit mehr, die Baustellen liegen still, wo diese Menschen normalerweise auch schlafen. Das heißt, die haben auch ein Dach über dem Kopf, hatten sie sowieso nie, aber jetzt haben sie nicht mal mehr einen Ort zum Schlafen. Und was man gesehen hat, ist wirklich in der Nacht noch, als diese Ausgangssperre in Kraft trat, da haben sich hier plötzlich Hunderttausende in Bewegung gesetzt. Das waren die ganzen Wanderarbeiter. Man muss sich vorstellen, diese Metropolen, Delhi, Mumbai, Bangalore, die bestehen zu 50% aus Wanderarbeitern. Das sind Menschen, deren Familien leben meistens noch in den Dörfern. Die kommen aber in die Städte
oft jahrelang, suchen hier das Glück, ein bisschen Geld und das Geld schicken sie dann nach Hause. Wenn die hier nichts mehr haben, und das war in Indien schon immer so, sobald es eine Krise gibt, dann gehen diese Menschen wieder in ihre Dörfer. Es gibt hier kein soziales Netz, es gibt hier keine Absicherung, der Staat ist oft sehr schwach und das Einzige, was dann wirklich zählt, ist die Familie. Das heißt, diese Menschen haben sich dann in Bewegung gesetzt und weil es keine Züge und Busse mehr waren, sind die wirklich hunderte von Kilometern zu Fuß gelaufen. Das waren unfassbare und auch wirklich dramatische Szenen, die sich hier abgespielt haben. Wie die Regierung reagiert hat, und das war wirklich teils brutal, nicht nur ist die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Leute vorgegangen, die haben dann auch sehr schnell die innerstaatlichen Grenzen zwischen den ganzen Bundesstaaten hier dicht gemacht. Das heißt, die Leute saßen plötzlich fest, die hatten nichts zu essen, nichts zu trinken, die saßen einfach rum, da waren auch viele Kinder dabei. Und am Ende muss man wirklich sagen, da sind Dutzende einfach an Erschöpfung gestorben. Nun hat ja die Regierung damit argumentiert, dass die drastische Durchsetzung offenbar nötig war, weil einige Inder sich schlichtweg nicht an die Ausgangssperre gehalten haben. Ich finde das sehr schwierig. Ich bin da selbst so ein bisschen im moralischen Dilemma. Ich verstehe, warum die indische Regierung so streng vorgeht, weil die Angst natürlich ist, dass so eine Infektionswelle, wie Deutschland sie gesehen hat oder gar Italien, dass das Indien einfach überrollt. Also es gibt hier immer so einen Satz, ich glaube, der spiegelt das Gefühl vieler Menschen ganz gut wider und vielleicht auch meins. Und das ist, wenn ein Land wie Italien das nicht geschafft hat, wenn die USA, wenn Europa das nicht schaffen, wie soll Indien das schaffen? Ich finde, es gibt da so eine Statistik, die ist ganz eindrucksvoll. Deutschland verfügt über 29 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner, Italien über 12, Indien über knapp 2. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie diese Pandemie, wenn die sich hier mal ausbreiten würde, wirklich einschlagen würde. Eine Frage, die man sich ja schon in Europa stellt, ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit, nach der Belastbarkeit der Infektionszahlen. Weiß Indien wirklich, wo es steht, wie viele Infizierte es gibt oder ist das Land im Blindflug? Die Regierung sagt offiziell immer noch, das Virus würde sich nicht im Land verbreiten, sondern man wüsste immer ganz, ganz genau, woher, also wie diese Infektionsketten aussehen. Also dass die Regierung immer weiß oder das Gesundheitsamt weiß immer, wo sich jemand angesteckt hat. Es kann diese Kette immer noch nachvollziehen. Es gibt viele Leute, die sind da skeptisch und die Regierung wahrscheinlich auch. Und das hat sich gezeigt, als plötzlich diese Menschen unterwegs waren. Da haben die ganz, ganz schnell die Städte dicht gemacht. Und die Leute sind deswegen gestrandet. Und warum? Man hat wirklich Angst, dass hier Hunderttausende sterben. Du hast die Rede des Premier Modi ja angesprochen. Die Worte waren in der Tat dramatisch. To save India, to save its every citizen, you, your family, every street, every neighborhood is being put under lockdown. The next 21 days are crucial for us. If we are not able to manage this pandemic, then the country and your family will be set back by 21 years. In seiner Rede, er sagte, wenn wir jetzt diese 21 Tage nicht meistern, 21 Tage, das ist dieser dreiwöchige Lockdown, wie das hier heißt, die Ausgangssperre. Also wenn wir das nicht schaffen, hat er gesagt, dann wird das Land um 21 Jahre zurückgeworfen. Und er sagte dann sogar noch weiter, da werden ganze Familien vernichtet werden. Und das ist die große Angst hier, dass diese Erfolge, die Indien ja auch wirklich in den letzten Jahren gemacht hat, also wir berichten ja immer über ganz schlimme Dinge, die hier passieren, und so sind wir Journalisten, aber man muss sich auch wirklich mal vor Augen führen, was dieses Land geleistet hat. Also da sind Millionen der Armut entkommen, da ist eine riesige Mittelschicht entstanden und das merkt man auch so im Gespräch mit Leuten. Also ich kenne ganz viele, die arbeiten sehr, sehr hart, unfassbar hart und alles, was sie wollen, ist, dass ihr Kind, ihr Sohn, ihre Tochter eine gute Ausbildung bekommt und dass es denen mal besser geht. Und in vielen Fällen ist das auch so. Und die Angst ist, dass das alles weg ist nach dieser Epidemie. Dass diese Leute, die dann kein Einkommen mehr haben, die ihr Geld für Gesundheitskosten ausgeben müssen, die in Krankenhäusern beatmet werden, wenn es denn überhaupt Beatmungsgeräte gibt für alle, sehr wahrscheinlich nicht, dass es das dann war, dass da wirklich eine ganze Generation wieder um 20 Jahre zurückgeworfen wird. South Africa is different in many respects. The National Coronavirus Command Council
has decided to enforce a nationwide lockdown. They don't have access to television. They don't have access to radio. We don't know what's going on. We don't know what's happening. They never come to us and tell about this coronavirus. Sie hören es, wir verlassen Indien und schauen nach Südafrika, wo unser Kollege Fritz Schaab lebt. Auch in Südafrika gibt es eine Ausgangssperre, obwohl es derzeit nicht einmal 2000 Infizierte gibt. Ich weiß nicht, ob Sie zu Beginn der kleinen Collage eben den Mann gehört haben, der sagte, dass Südafrika anders sei. Und er meinte damit explizit anders in Sachen Corona. Fritz, warum sind Südafrikaner in dieser Beziehung etwas Besonderes? Die Bevölkerung ist hier eigentlich deswegen besonders gefährdet, weil es eine recht große und gefährliche Gemengelage an Vorerkrankungen gibt. Du hast alleine in Südafrika 360.000 Fälle Tuberkulose pro Jahr und sterben hier tatsächlich auch noch 60.000 pro Jahr daran. 4.000 sind das übrigens weltweit jeden Tag. Dann hast du Millionen an HIV-Kranken. Von denen nehmen auch nur 60% tatsächlich die Medikamente, die sie nehmen sollen. Das heißt, du hast Erkrankungen, die das Immunsystem extrem vorbelasten. Und aber genauso auch die Gesundheitssysteme. Also ich war neulich in einem Township in Khayelitsha hier bei Kapstadt und war in einer Tuberkuloseklinik. Und die Pfleger und Krankenschwestern haben erzählt, dass sie schon mit den TB-Fällen, die sie da haben, und das sind allein in dem Township 6.000 im Jahr, eigentlich weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus sind. Das heißt, du hast sehr viele Krankheiten, die sowohl die Gesundheitssysteme stark belasten, wie auch die Immunsysteme der Menschen. Du sprichst das Gesundheitssystem an. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in Südafrika ja immerhin kostenlos. Das staatliche, ja. Nun ist das aber halt auch, wie ich gerade sagte, überlastet. Wenn man zum Arzt geht, dann kostet das Geld. Und ich habe auch mit einem Arzt, ebenfalls in Khayelitsha, gesprochen, der sehr besorgt war, einmal darüber, dass er Angst hat, dass seine Praxis, wie aber auch die Krankenhäuser, tatsächlich zu Hotspots der Übertragung werden. Und vor allen Dingen davor, dadurch, dass die Menschen in den Townships so dicht an dicht wohnen, sagte er, wenn es einer hat, dann kriegen es im Endeffekt alle hier. Fritz, ist so ein Lockdown in Südafrika überhaupt durchsetzbar? Wie läuft er denn ab soweit? Wir sind in der zweiten Woche des Lockdowns hier in Südafrika und man muss auch wirklich sagen, dass die Regierung hier überraschend gut und schnell reagiert. Wird auch von allen Seiten gelobt. Ich sprach neulich mit einem europäischen Diplomaten hier, der tatsächlich sagte, er findet, die Regierung hier reagiert besser als viele europäische Regierungen. Man muss auch sagen, der Lockdown wurde ausgerufen, noch bevor Großbritannien das zum Beispiel tat, während Großbritannien 16 Mal mehr Fälle hatte. Das heißt, auf der oberen Führungsebene reagiert Südafrika extrem gut. Das Problem ist so ein bisschen, dass wenn du in den Ebenen darunter gehst, in die Gesundheitsministerien der Provinzen zum Beispiel, dass dort nach 10 Jahren Zuma, dem Vorgänger von Präsident Ramaphosa, jetzt und der Korruption und der Vetternwirtschaft, die dort vorherrschte, die staatlichen Institutionen extrem ausgehöhlt sind. Und auf dieser Ebene gibt es natürlich Probleme. Wie muss ich mir das Ganze denn konkret vorstellen in Südafrika? Es heißt ja, dass dieser Lockdown relativ strikt ist. Es ist tatsächlich einer der striktesten weltweit, würde ich fast sagen. Man darf nicht joggen, man darf seinen Hund nicht ausführen, es werden keine Zigaretten verkauft, es wird kein Alkohol verkauft. Und die Polizei geht sehr strikt, teils brutal vor, um es durchzusetzen. Es gab allein in der ersten Woche 10.000 Festnahmen. 17.000, glaube ich sogar, 17.000 waren es. Und es gab auch 3 Tote, es gab viele Berichte von Polizeigewalt. Ich war mit der Polizei in einem Township namens Delft kürzlich hier vor Kapstadt, als sie dort versucht haben, die Ausgangssperre durchzusetzen. Und es ist ihnen auch klar, dass es schwierig ist in einem Township. Ich meine, die Leute leben in Hütten dicht an dicht. Die Hütten stehen direkt nebeneinander. Die kleinen Hütten haben vielleicht 6 Quadratmeter Fläche und da lebt dann eine Familie mit 8 Leuten drin. Es ist sehr schwer, den Leuten begreiflich zu machen, dass sie dann da drin bleiben sollen. Vor allem halt auch, weil in den Townships die meisten Leute von der Hand in den Mund leben. Wenn man nicht arbeiten gehen kann, dann hat man schlicht kein Essen. Oder wenn man nicht betteln kann, hat man kein Essen. Was dazu führt, dass es laut Aussagen der Polizisten, mit denen ich unterwegs war, eigentlich unmöglich ist, das wirklich durchzusetzen.
Und tatsächlich sieht man auch, wenn man durch die Townships fährt, immer noch viele Leute auf den Straßen. Weniger als vorher, aber es ist, wie gesagt, schwer da durchzusetzen. Und man kann, es ist ja auch schwer, Leute zu zwingen, zu Hause zu bleiben, wenn sie dann da verhungern würden. Also gerade in den Townships ist der Beweggrund vieler Familien, ihre Kinder in die Schule zu schicken, dass sie dort zwei Mahlzeiten am Tag bekommen. Und das fällt jetzt aufgrund der Schulschließung nun weg. Nun sind die Eltern gezwungen, nicht mehr zu arbeiten, sollen dann auch noch in Hütten bleiben mit den Kindern. Es fallen mehr Kosten an, als sonst sowieso schon da sind, dadurch, dass die Kinder jetzt noch Essen brauchen. Und das stellt viele Familien für extreme Probleme. Ja. Wird eigentlich in Südafrika, wie in vielen anderen Ländern auch, ebenfalls diskutiert, ob die Ausgangssperre an sich nicht letztlich schlimmer ist für die Ärmsten der Armen als die Folgen von Corona? Es wird auf jeden Fall diskutiert, nicht nur in Südafrika, ganz afrikaweit ist das eine Debatte, ob man diese Maßnahmen des Lockdowns, die in der ersten Welt bzw. in Europa, in Amerika und in China funktionieren, ob man die in Afrika anwenden kann oder ob nicht die Konsequenzen, die daraus entstehen, nämlich Hunger, eigentlich noch viel mehr Menschenleben kosten. Lass uns vielleicht doch mal in die Zukunft schauen. Glaubst du denn, dass dieser Lockdown etwas bringt, dass Südafrika mit 3 Wochen Hausarrest der Sache Herr werden kann? Das Problem ist, denke ich, vielmehr, dass selbst mit den Lockdowns, selbst wenn die jetzt noch länger gehen, kein afrikanisches Land, auch Südafrika, nicht sich in der Zeit so weit vorbereiten kann, dass die Gesundheitssysteme nicht trotzdem sofort überlastet sind, wenn es zu einem größeren Ausbruch kommt. Also die letzten Zahlen, die ich aus Südafrika kenne, und das sind somit die höchsten in Afrika, was die Intensivstationsbetten angeht, das waren knapp unter 1.000 im März, seitdem habe ich keine Zahlen mehr gehört, aber Deutschland hat mittlerweile 40.000 Betten. Das heißt, sobald es tatsächlich richtig losgeht und auch der Gesundheitsminister hier in Südafrika warnt davor, dass das gerade nur die Ruhe vor dem Sturm ist, sobald das losgeht, werden die Gesundheitssysteme so oder so überlastet sein. Du hast es gerade gesagt, Südafrika ist ja noch eines der Länder, die besser vorbereitet sind. Wie sieht es denn in den vielen Krisen- und Kriegsregionen in Afrika aus? Kamerun, Tschad, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Kriegsgebiete sind tatsächlich und die Krisengebiete in Afrika sind Regionen, die mir und auch eigentlich allen, die sich damit beschäftigen, große Sorgen machen. Du sprichst den Tschad an, ich würde jetzt von der Gesamtsahelzone reden, in der es ja große Sicherheitsprobleme gibt, in Staaten wie Burkina Faso zum Beispiel, große Teile des Landes von der Staatsgewalt nicht mehr erreicht werden können und dort die WHO auch vor Wochen schon warnte, dass wenn es schlimm läuft, die Mortalitätsrate 5 bis 10 Mal höher liegen könnte als im globalen Durchschnitt. Im Zusammenhang mit dem Konflikt in Kamerun warnte eine Schweizer NGO kürzlich, dass wenn man nicht aufpasst, die Kriegsgebiete Afrikas auch zu Super-Inkubatoren des Virus werden könnten. Und die Liste lässt sich ja wirklich lange fortsetzen. Die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, der Kongo, wo es gerade den großen Ebola-Ausbruch gab, den sie jetzt unter Kontrolle gebracht haben, aber wo es ja auch den Masernausbruch gab, wo im Osten des Landes ja auch mehr als 100 Milizen gegeneinander kämpfen und gegen die Bevölkerung. Das sind alles Orte und Regionen und Länder, wo ein großer Ausbruch verheerend und tatsächlich nicht kontrollierbar wäre. Brasilien leidet unter den Folgen der Corona-Krise. Brazil's president has labeled the coronavirus pandemic a momentary minor problem. Our president keeps going to television to spread fake news. Jair Bolsonaro has compared the new coronavirus to a little flu. Grippezinha. Unsere letzte Station ist Brasilien. Über 200 Millionen Einwohner, derzeit rund 16.000 Infizierte und nahezu 1.000 Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Auch Brasilien hat seinen Leuten strikten Hausarrest auferlegt. Jens Glüsing in Rio. Halten sich die Brasilianer an die Beschränkungen? Ja, das fällt den Leuten hier extrem schwer, nicht? Ich meine, Brasilien ist ein Land, wo man sich immer viel anfasst. Man schüttelt sich nicht nur die Hand bei der Begrüßung, sondern man klopft sich auf den Rücken oder umarmt sich, gibt Küsschen. Gerade hier die Cariocas in Rio, die geben gerne 2 Küsschen auf beide Wangen.
das alles abzustellen, ist natürlich schon mal schwierig für die Leute. Und dann spielt sich natürlich auch viel Leben auf der Straße ab. Bei dem Klima hier, es ist schwierig, wirklich die Leute in ihre Wohnungen zu verbannen. Die Polizei macht das mittlerweile, also die Strände sind mittlerweile relativ leer, aber die Strandpromenade zum Beispiel, die war jetzt am Wochenende wieder voll, weil die Leute laufen und gehen. Also laut Umfragen hält sich ungefähr ein Drittel der Bevölkerung nicht an diese Beschränkungen und macht keine Selbstisolierung. Und ich glaube, hier in Rio sind es sicherlich noch mehr. Wie muss ich mir denn gerade Rio vorstellen? Menschenleer oder pulsiert das Leben wie sonst auch? Das kommt drauf an, wo du hingehst. Also hier in der Südzone, die ja relativ reich ist und mehr Mittel- und Oberschicht geprägt, da sind relativ wenig Leute auf der Straße. Aber in den Favelas und in den Vororten vor allem, da ist das Leben fast normal. Die Leute können sich einfach auch gar nicht leisten, alles dicht zu machen, ihre kleinen Geschäfte dicht zu machen, die ganzen fliegenden Händler, die es hier gibt, wenn die nicht mehr auf die Straße gehen können. Das ist ein echtes Problem für die Leute. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab in letzter Zeit Meldungen, dass in den armen Vierteln, in den Favelas, Gangs die Einhaltung der Ausgangssperre durchgesetzt haben, weil die Politik und die Polizei das eben nicht getan hat. Das ist wohl wahr. Also nach allem, was ich gehört habe, haben in einigen Favelas die Drogengangs bzw. diese rechten Milizen eine Ausgangssperre verhängt und auch dafür gesorgt, dass sie eingehalten wird. Aber das bröckelt wohl auch schon wieder. Also das ist auch alles nicht so radikal, also darf man sich das nicht vorstellen. Also dass jetzt jedes Mal, wenn da einer auf die Straße geht, dann so ein Drogengangster kommt und den erschießt oder so. Also so ist das nicht. Wir haben gerade gehört, dass in Südafrika und in Indien sich viele Mittellose schlichtweg nicht leisten können, ihre Wohnung, ihr Haus, ihre Hütte nicht zu verlassen. Ich nehme an, das ist in Teilen von Brasilien ähnlich. Ja, so ist es. Und ein Großteil des Geschäfts spielt sich ja auch innerhalb der Favelas ab. Also es ist ja jetzt nicht so, dass in den Favelas nur Leute arbeiten, die dann rausgehen, jetzt in die reichen Viertel als Hausangestellte oder so. Das gibt's natürlich auch, aber auch innerhalb der Favelas ist ein reger Markt. Also man muss sich das zum Teil vorstellen wie riesige Märkte einfach, wo alles Mögliche verkauft wird, legales Zeug, illegales Zeug. Die Favelas selbst gerieren eine unglaubliche Ökonomie. Und das kann auch nicht von heute auf morgen einfach stoppen, nicht? Die Leute leben davon. Und nach dem, was ich gehört habe, gehen also diese Dinge in den Favelas nach wie vor weiter. Was die Regierung wohl gemacht hat hier in Rio, die haben ältere Leute aus den Favelas zum Teil in Hotelzimmer umgesiedelt. Die Hotels stehen ja alle leer und sind geschlossen. Und da hat die Regierung wohl mit einigen Hotels ein Abkommen geschlossen, dass jetzt ältere Leute da isoliert praktisch untergebracht werden. Natürlich freiwillig. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Das sind natürlich sehr wenig Leute, nicht die. Und das Sozialsystem in den Favelas ist ja so, dass ein Großteil der Familien besteht aus Großmutter, Mutter und Kindern. Also die Großmutter hat eine ganz wichtige Funktion. Die sorgt eigentlich dafür, dass jemand auf die Kinder aufpasst, wenn die Mutter arbeiten muss. Die meisten Familien bestehen ja aus Frauen eigentlich, Frauen und Kindern. Die Männer, die machen die Kinder und sind dann oft wieder weg. Und das führt dazu, dass also ein Isolationsgebot jetzt für die älteren Damen, für die Großmütter und für die Mütter, das ist auch für die Familien gar nicht durchzusetzen. Okay, lass uns über den Mann sprechen, der einem seit Wochen mit seinen Sprüchen die Schuhe auszieht. Sein Name Jair Bolsonaro, Brasiliens Staatspräsident. Hier eines seiner Bonbons, als schon lange absehbar war, dass auch Brasilien sehr, sehr hart von der Corona-Krise betroffen sein würde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Wenn ich mich infizieren sollte, würde mir das nicht unbedingt schaden, angesichts meiner sportlichen Vorgeschichte. Ich hätte höchstens eine kleine Erkältung oder wäre ein wenig angeschlagen. Was wir jetzt eindämmen müssen, ist Panik und Hysterie. Wir haben uns gegen fast alles entschieden, was die anderen tun, aber viele Medien bügeln gegen den Strich. Sie verbreiten Angst. Der Lebensunterhalt von Familien muss geschützt werden. Wir müssen zur Normalität zurückkehren. Es gibt einige staatliche und kommunale Behörden, die Sperrmaßnahmen wie Transportverbote, Betriebsschließungen und Masseneinsperrungen aufheben müssen. Es ist also nicht das Virus, das dem guten Mann Sorgen macht. Es sind die Medien,
die Hysterie verbreiten. Interessant finde ich persönlich ja die Aussage, dass Corona ihm, Bolsonaro, wohl nicht schaden könne, da er früher Sportler war. Da ist in dem Zusammenhang vielleicht interessant zu wissen, dass das ungefähr 40 Jahre her ist, denn heute ist Bolsonaro 65. Jens, Bolsonaro gilt als einer der letzten großen Corona-Skeptiker unter den Staatsoberhäuptern. Hast du eine Erklärung für seine monumentale Bockigkeit? Ja, also ich habe da heute eine ganz interessante Analyse gelesen. Die sagten einfach, der Mann ist extrem unsicher in seinem Verhalten. Er muss sich laufend selbst seine eigene Macht und sein eigenes Ego bestätigen. Deswegen erträgt er es überhaupt nicht, wenn jetzt andere Leute neben ihm oder womöglich sogar Untergebene wie dieser Minister da plötzlich ins Rampenlicht treten und gut rüberkommen. Und er hat eigentlich sein Leben lang auch in seiner politischen Karriere vom Konflikt gelebt. Der Mann braucht den dauernden Konflikt, um sich selbst zu bestätigen und um auch selbst zu erscheinen. Dann sein Erziehungsminister, sein Bildungsminister, der hat jetzt nochmal den Streit mit China verschärft. Also die schimpfen dann wahnsinnig auf die Chinesen, auch mit rassistischen Argumenten. Alles, was man für ein Land wie Brasilien in diesem Moment eigentlich nicht tun sollte, weil Brasilien angewiesen ist auf China als Markt, jetzt auch nicht nur um Schutzmasken zu kaufen oder ähnliches, sondern als Abnehmermarkt für die Lebensmittel und das ganze Agrobusiness und so. Aber das interessiert die nicht. Die brauchen den dauernden Konflikt. Es muss immer irgendeiner her, über den man wettern kann, über den man herziehen kann. Was sagen denn die anderen brasilianischen Politiker zur Realitätsverweigerung Bolsonaros? Also er ist zunehmend isoliert. Er befindet sich tatsächlich in einer Art von politischen Selbstisolierung. Es gibt zurzeit einen großen Streit mit dem Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister ist auch ein konservativer Mann, aber ein Arzt, sehr kompetent, sehr eloquent. Er kann sehr gut reden, er kommt im Fernsehen sehr gut rüber, sieht auch noch gut aus. Der verfolgt nun wirklich die Politik der Weltgesundheitsorganisation und macht das, was eigentlich alle empfehlen. Also tritt für Isolierung ein und für Quarantänemaßnahmen und ist dagegen, dass die Geschäfte wieder geöffnet werden. Und Bolsonaro macht genau das Gegenteil. Er wollte den Mann feuern jetzt gestern. Das hat dann nicht geklappt, weil andere im Kabinett, auch die Militärs, aber nicht nur die Militärs, also sagen wir mal der moderate Flügel im Kabinett, auf ihn eingeredet haben. Und er hat es praktisch nicht geschafft, diesen Mann zu entlassen. Der ist gestern Abend wieder vor die Presse getreten. Das zeigt also, dass Bolsonaro tatsächlich an Macht und Einfluss verloren hat. Es kann sein, dass er in den nächsten Tagen den Mann noch entlässt. Das ist möglich. Seine große Sorge, und die kann man natürlich auch irgendwo verstehen, ist, dass die wirtschaftlichen Folgen der Krise weitaus schlimmeres Maß annehmen als die Folgen des Virus. Nur zeigt sich ja, dass eben das nicht nur so eine Grippe Sinja ist, das ist keine kleine Grippe, und dass das nicht einfach so aufrechnen kann gegen die wirtschaftlichen Folgen. Und die Brasilianer selbst, stehen die noch zu ihrem Präsidenten? Also alle Umfragen sagen, dass die große Mehrheit der Leute gegen den Kurs des Präsidenten ist. Das sind also 79% hatte ich zuletzt gelesen. Das heißt aber nicht, dass jetzt auch eine Mehrheit dafür ist, dass er zurücktritt. Also die wollen schon, dass er noch im Amte bleibt. Aber man sieht es ja auch jedes Mal, wenn er spricht, wenn er eine Ansprache im Fernsehen hält oder auch nur im Fernsehen auftaucht, dann gehen die Leute auf die Balkone oder vors Haus und klappern mit den Töpfen und mit den Pfannen. Und das hat wirklich zugenommen. Also das ist zum Teil ohrenbetäubend. Und wenn er tatsächlich gestern den Minister entlassen hätte, den Gesundheitsminister, dann wäre es hier also zu einem wahnsinnigen Konzert gekommen, nicht? Und der denkt natürlich auch an 2022, an die Wahl. Er möchte ja gern wiedergewählt werden. Das spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Er hofft wohl, dass er irgendwie letztendlich aus der Sache gut rauskommt. Weil natürlich, das muss man auch sagen, viele Leute eben gerade in den ärmeren Schichten, die angewiesen sind aufs Arbeiten, die halten das nicht lange durch. Und da wächst natürlich schon der Widerstand gegen so einen Lockout, nicht? Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Heute gab es das ganz große Gedeck, gleich 3 Korrespondenten auf 3 Kontinenten. Ich bedanke mich hiermit bei Laura Höflinger in Bangalore, Fritz Schaab in Kapstadt und bei Jens Glüsing in Rio. Auf spiegel.de gibt es werktäglich um 18 Uhr das Corona-Update als Podcast von meiner Kollegin Sabine Schaper mit den neuesten Entwicklungen.
Gute Tipps und Hinweise hingegen liefert der Podcast Unser Alltag mit Corona. Diese Woche mit einer Kinderfragenfolge. Die 10-jährige Helene wollte wissen, warum wir jetzt alle Klopapier kaufen. Und unser Kollege Lene Kafka hat sich mit diesem großen Mysterium menschlicher Existenz in der aktuellen Folge befasst. Ans Herz würde ich Ihnen ebenfalls noch unseren Innenpolitik-Podcast legen wollen, Stimmenfang. Kollegin Sandra Sperber hat in dieser Woche mit bekannten Politikern darüber gesprochen, wie es ist, Politik in Zeiten von Corona zu machen. All unsere Podcasts hören Sie auf spiegel.de. Sie finden sie aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Die Musik dieser Folge kommt von Davide Russo. Bei der Produktion war meine Kollegin Yasemin Yüksel behilflich. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.